So Leute, guten Morgen. Es ist jetzt 9.03 Uhr. Ich habe mich trotz des schlechten Wetters mal auf den Weg gemacht von Wadersloh Richtung Möhnesee und hoffe, so wie man am Horizont sehen kann, dass da das Wetter ein bisschen besser ist. Es soll ja heute sehr durchwachsen werden, aber meistens trügt mich mein Gespür nicht, wenn ich den Himmel da hinten so sehe. Und den kann ich von mir zu Hause aus sehen, dann wird das Wetter meistens recht gut. Unter gut verstehe ich nicht zu viel Regen, nicht zu viel Wind und mit ein bisschen Glück sogar blauer Himmel zwischendurch. Deswegen, wir schauen mal. Ich fahre jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis dahin und alles Weitere sehen wir dann. Hier seht ihr, wir haben gerade 9.04 Uhr mittlerweile, 6 Grad, bin 10 Minuten unterwegs und werde am Möhnesee erstmal den Parkplatz am Torhaus aufsuchen. Der ist dort kostenlos, das finde ich immer recht schön. Da kann man auch gut parken und von da aus ist ein unheimlich guter Startpunkt, wenn man so Touren fahren möchte, die irgendwie mit Möhnesee oder den rundumliegenden Orten zu tun hat. Ja, soweit, so gut. Wir sehen uns. So, jetzt 35 Minuten später, also ungefähr 20 vor 10, ja, sind wir hier am Torhaus, Parkplatz, also Möhnesee-Torhaus nennt sich das Ganze hier. Und hier auf dem Bild kann man, glaube ich, ganz schön sehen, wo wir gleich rumfahren werden. Einmal so um diese komplette Möhnetalsperre mit den einzelnen Becken. Das Naturschutzgebiet Hevearm kommt noch dazwischen, Hevesee. So ein paar kleine Sachen. Ich werde euch immer mal wieder was dazu erzählen. Wenn ihr mit dem Auto anreisen wollt, sieht man auch hier nochmal schön, von wo man das Ganze hier gut erreichen kann. Und ich würde sagen, dass wir jetzt gleich erstmal loslegen. Es ist noch nichts los hier. Könnte am Wetter liegen. Ist ja nicht so wirklich blau. Aber wie ich schon sagte, es ist trocken. Und das bisschen, was man so an Tropfen ab und zu bekommt, verbuchen wir erstmal noch unter hohe Luftfeuchtigkeit. So, hier selber ist das Torhaus, was ja, wozu der Parkplatz gehört. Nur mal eben so ein kleiner Schwenk hier. Kann man einkehren, Kaffee, Kuchen. So, hier hinter dem Torhaus geht es gleich links runter Richtung Arnsberg, der Radweg. Den folgen wir jetzt erst ein kleines Stück. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist mit den Windgeräuschen. Ich habe da mal so einen Puschel oben drauf geklebt auf dieses Mikrofon, so provisorisch erstmal. Und wenn nicht, wäre es schade, weil ich ja schon versuche, das Ganze zu dokumentieren. So, wenn man hier jetzt runterfährt, sieht man da auf der Seite schön so lauter Frösche. Ja, und die Figuren sind leider alle eingepackt jetzt. Aber das gehört alles zu diesem Torhaus noch. Und hier auf der rechten Seite sieht man schon den ersten Ausläufer des Stausees, der immer noch sehr trocken ist. Wir hatten ja diesen Sommer nicht so viel Regen und das hat sich hier ganz schön bemerkbar gemacht. Man sieht da diesen kleinen Überlauf aus dem Hevebecken und ja, wie ihr seht, ist das nicht sonderlich viel, was da rausläuft. Normalerweise steht das Wasser teilweise, ja, ich müsste es jetzt schätzen, aber ich glaube 3-4 Meter höher ohne weiteres, wenn nicht sogar mehr. Also das ist schon sehr trocken hier. Was natürlich für unsere Touren im Sommer immer schön war. Ja, das ist der Hevesee, die Seite, was auch unter Naturschutzgebiet fällt. Und da siedeln unheimlich viele ja, Vögel und was halt
sonst so noch hier nistet. Das ist jetzt die Seite, was ich gerade sagte. Der erste Arm des Möhne-Stausees. Ich hoffe mit dem Wind, das klappt wirklich einigermaßen, dass ihr mich versteht, weil der pfeift hier ganz schön jetzt. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wir werden jetzt gleich da links, was ihr seht, an Wald oder am Wasserrand herfahren. Aber ein Stück im Wald, da müsste es dann auch angenehmer sein. Aber so rein wassertechnisch habe ich das hier die letzten Jahre noch nie so leer gesehen. Und wir sind schon des Öfteren mal hier gewesen, weil man halt ja auch schnell da ist. Aber es hat auch seinen Reiz, es mal so zu sehen. So, hier sieht man das nochmal sehr schön. Das ist so ein kleiner Zufluss. Und normalerweise geht das Wasser wirklich bis fast an die Bäume ran. Man sieht unten, glaube ich, so eine schöne Kante, vielleicht 2-3 Meter vom Baum entfernt. Und das gleiche auf der Seite auch. Also es ist mehr als trocken. Es ist landschaftlich mal was anderes. Sieht echt gut aus. Aber wenn man sich überlegt, was ein trockener Sommer ausmachen kann, ist das schon eine ganze Menge. So, hier nochmal kurz gezeigt, dieser Radweg oder Radwanderweg, der rund um den Möhnesee führt. Natürlich auf der anderen Seite, wo die Landstraßen sind, ist der typische Radweg nicht so breit wie hier. Aber man muss meines Wissens nach vielleicht mal so ein kleines Stück kurz vor St. Meinolf, wo man das Südufer, den Radweg verlässt und dann maximal einen halben Kilometer, glaube ich, über die Straße fährt, wo aber auch nicht so viel Autoverkehr ist. Also das geht. Wir sind ja hier nahezu im Arnsberger Wald und Richtung St. Meinolf, da ist nur so eine Feriensiedlung mit Holzhäusern oder Blockhäusern. Deswegen, da tut sich auch nicht ganz viel. Da gibt es übrigens ein Restaurant bei diesem Ort St. Meinolf oder Ferienhäusersiedlung St. Meinolf. Da kann man unheimlich gut essen. Also das kann ich jedem empfehlen. So. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Herrlich ruhig hier. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Monty und ich natürlich, das wisst ihr ja mittlerweile, dass ich immer vom Monty rede. Und ja, ich hoffe, dass mit dem Ton hat jetzt gerade alles geklappt. Ich hatte, glaube ich, den Finger auf dem Mikro. Wenn nicht, schreibe ich da gleich beim Bearbeiten so einen kleinen Text zu. So, hier ist der nächste Seitenarm der Möhne. Ist auch ja, komplett trocken. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf dem Video erkennt, aber hier sind nachts unheimlich viele Wildschweine aktiv. Ich glaube, auf dieser Seite erkennt man das besser. Das ist jetzt dieser, ja, wo es zufließt, eigentlich das Wasser. Man sieht noch so einen Rinnsal. Und normalerweise steht das ja bis hier oben an diesem Betonüberlauf. Und der ist 3,50 Meter, 4 Meter hoch ungefähr. Aber es ist herrlich hier. Und dadurch, dass das Wetter ja, naja, nicht ganz perfekt ist, ist auch keine Menschenseele hier unterwegs bis jetzt. Das hat alles seine Vorteile, wenn man auch bei etwas widrigen Gegebenheiten sich rausbegibt. Und es gibt auch passende Kleidung für alles. Also raus, los, wenn es geht. Schön mit den Steinen unten oder kleinen Felsen begrenzt. Ich könnte euch hier stundenlang was erzählen an dieser Stelle, aber ihr wollt bestimmt noch mehr sehen. Also daher, von der rechten Seite sind wir gekommen. Wir fahren jetzt links, wo der Stausee sich auch so durch den Wald schlängelt. Da ist mal so eine etwas schmalere Passage und dann geht es Richtung Großenbeck. So, und jetzt sind wir hier ja auf der anderen Seite der Biegung, was ich euch vorhin erzählt habe.
wo sich die Möhne so rumschlängelt. Auch hier sieht man wieder, wie trocken das Ganze ist. Wir werden jetzt diesen Weg weiterverfolgen und ich glaube, bei dem nächsten Halt müsste man die Staumauer schon vernünftig sehen können. Ja, mittlerweile hat es wieder leicht angefangen zu regnen, aber nicht weiter schlimm. Auch das ist wieder eine wichtige Entscheidung für diese Kamera gewesen, glaube ich, oder die richtige Entscheidung, weil ich die auch bei Feuchtigkeit oder Regen benutzen kann, da sie halt wasserdicht ist. Hätte ich jetzt so eine Actioncam genommen, müsste ich die jetzt wieder in so ein Gehäuse packen, könnte wieder nichts dazu erzählen, wäre nicht ganz so vom Vorteil. Also, alles richtig gemacht. Ja, jetzt sieht man von hier aus schon die Staumauer. Ich werde da gleich mal rüberfahren, dass wir direkt an der Staumauer sind. Ich wollte euch bloß diese Seite auch einmal zeigen. Es ist so ein völlig ungewohntes Bild mit diesem extrem niedrigen Wasserstand. Drüben sieht man das Boot durch die Bäume, glaube ich. Hier fährt normalerweise so ein Boot, so Ausflugsschifffahrt halt, ne? Und jetzt gehen wir mal von dem Zoom wieder raus. Dann sieht man auch, wo ich hier stehe. Nämlich mitten im Wald gerade. Ich werde hier an diesen Videoteil mal ein Foto anhängen. Wo ich hier stehe, ist so ein Bunker zu sehen. Ich glaube zumindest, es ist ein Bunker. Falls da einer was Genaueres weiß, kann er ja gerne was schreiben. Würde mich mal interessieren, weil das hatte ich hier noch nicht gesehen. Und finde ich sehr interessant, sowas. Vielleicht was für unsere Lost Place Leute. Ansonsten auch wieder eine tolle Ecke hier. Ich weiß nicht, ob man das Café da hinten sieht schon. Kann man im Sommer unheimlich gut sitzen. Mehr oder weniger direkt am Wasser. Wenn es ein bisschen windiger ist, auch geschützt durch so Glasfronten in einigen Bereichen. Innen drinne haben sie zum Winter hin, wenn es kalt ist, ein offenes Feuer, so ein Kamin in der Mitte. Ja, wie gesagt, wenn ihr hier mit dem Rad unterwegs seid und mal Lust habt einzukehren, also da ist es auch schön. Küche ist halt, naja, ne? Es ist alles okay, es schmeckt, aber es ist halt keine Sterneküche oder sonst was. Aber das braucht auf dem Rad auch eigentlich niemand. Es gibt Deftiges, es gibt Salate, leckere und Kuchen, teilweise hausgemacht, glaube ich. Deswegen so. Aber jetzt erstmal Richtung Staumauer weiter. So, ich werde euch jetzt mitnehmen, einmal komplett über die Staumauer. Ich schwenke mal so ein bisschen links, ein bisschen rechts, damit ihr was seht hier. Ich hoffe, dass das hier jetzt mit den Windgeräuschen okay ist, weil das bläst schon recht kräftig. Wie ich schon sagte, ich schwenke immer mal wieder. Wir sind jetzt mitten auf der Staumauer, die zur Stromerzeugung unter anderem genutzt wird. Ich halte mal hier ganz kurz an, mache mal so einen Ausfallschritt zur Seite. So. Wobei wir da unten ja gleich auch noch fahren, da muss ich gleich noch mal ein Stück zurück, um diese Treppe runter zu gehen, die da ist, beziehungsweise Weg mit Stufen zwischendurch, ist nicht ganz so schön gemacht, weil man über die Stufen drüber rollen muss. Also da hätte ich mir was Schöneres gewünscht, dass sie zumindest so eine Rinne gemacht hätten, wo man das Rad durchschieben kann. Gibt's leider nicht. Auf der anderen Seite, wenn man einmal rum ist, hat man die Möglichkeit, oberhalb dieser Turbine, da geht ein Weg hoch, da kann man auch mit dem Rad hochfahren oder hochschieben, wie so ein Forstweg gemacht. So, jetzt weiter über die Brücke.
Das Quietschen, was ihr gerade gehört habt oder vielleicht gehört habt, sind meine Pedalen. Da bin ich nicht ganz so mit zufrieden, da müssen noch mal andere dran. Weil da, sobald ein bisschen Feuchtigkeit ist auf diesen Kunststoffpedalen, rutscht man halt die ganze Zeit. Ist nicht so meins. Hier mal so ein Blick auf so einen Turm. Auch klassisch mittlerweile ja überall, wo diese Gitter sind, dass die Leute ihre Schlösser dranhängen. Auch hier am Möhne Stausee ist das so. Hier mal der Blick runter. Es hat schon was. Ja, hier oben begleitet uns eine Möwe. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennt. Und hier geht's weiter. Ja. Da sind die zwei kleinen Schiffe, die hier sonst immer fahren. Ich halte noch mal kurz an, um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen ran zu zoomen. Ich versuche das mal eben. Ja, das geht gut. Also man muss schon sagen, für so eine kleine kompakte Kamera ist das echt eine feine Sache, was die alles kann und mitmacht. Ich schwenke jetzt auch gleich mal rüber. Da sind diese Tretbootanlegestellen. Und normalerweise ist da bei dem Café Soho, da sitzt unten jemand und oberhalb von dem ist so eine Stahltreppe. Und bis dahin steht in der Regel auch das Wasser. Man sieht das auch an der Mauer schön. Unten den helleren und dunkleren Teil, wo das Wasser sonst steht. Das ist übrigens dieses Café, was ich sagte. Ja, wo man gut einkehren kann und hier den Blick über die Möhne schweifen lassen kann. So, zoomen wieder raus. Und weiter über die Staumauer. Ja, jetzt auch mal ein bisschen trampeln. Sonst muss ich euch ja noch eine Viertelstunde hier auf der Staumauer was erzählen. Wäre auch okay. Aber wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen was sehen. Hier auch nochmal mit den Schlössern. Es sieht ja schon irgendwie toll aus. Kann man denken, was man will, aber sieht gut aus. So, noch einmal den Schwenk da hinten zu den verschiedenen Armen der Möhne oder Ausläufern. Und hier vorne, was ihr da jetzt seht, das ist der Anleger für das Boot, was hier sonst ja, diese Ausflugsfahrten anbietet. Ist auch mal ganz nett. Man sagte mir, der Erdbeerkuchen wäre sehr lecker da auf dem Boot. Mir hat der Kaffee geschmeckt. Ja. Soweit, so gut. Dann jetzt mal weiter. So, hier sind wir jetzt an dieser Gedenkstätte oder Gedenkstein, der allen Opfern der Möhne-Katastrophe vom 17.05.43 gewidmet ist. Da hatten ja im Zweiten Weltkrieg die britische Luftwaffe so eine Rollbombe abgeworfen und so ein gewaltiges Loch hier in die Sperrmauer gerissen, dass es eine Flutwelle gab. Und über 1300 Menschen, ja, im Grunde gestorben sind. Also hier so ein kleiner Gedenkplatz für das Ganze. Es ist direkt unter der Touristeninformation, die oben an der Staumauer beim Schiffsanleger ist. Also kann man ruhig mal runtergehen und sich das anschauen. Ist auch ja, sehr schön gemacht hier. Finde ich auch wichtig, dass sowas gemacht wird. So, hier sind wir jetzt an dieser Gedenkstätte oder Gedenkstein,
der allen Opfern der Möhne-Katastrophe vom 17.05.43 gewidmet ist. Da hatten ja im Zweiten Weltkrieg die britische Luftwaffe so eine Rollbombe abgeworfen und so ein gewaltiges Loch hier in die Sperrmauer gerissen, dass es eine Flutwelle gab und über 1300 Menschen ja im Grunde gestorben sind. Also hier so ein kleiner Gedenkplatz für das Ganze. Es ist direkt unter der Touristeninformation, die oben an der Staumauer beim Schiffsanleger ist. Also kann man ruhig mal runtergehen und sich das anschauen. Ist auch ja, sehr schön gemacht hier. Finde ich auch wichtig, dass sowas gemacht wird. Hier einmal das historische Bild Möhne Hauptkraftwerk um 1925. So konnte man sich das vorstellen. So sieht es heute aus. Hat nicht mehr den Glanz der alten Zeiten, aber tut seinen Dienst. So, da wir jetzt hier an dem untersten Becken sind, mache ich nochmal so einen Schwenk hier rüber. Und auch nochmal zur Staumauer. Also man kann diese Größe auf so einem Video natürlich nicht einfangen. Aber es ist schon beeindruckend. Ich halte die Kamera jetzt mal so ein bisschen schief oder schräg nach oben, damit ihr das Ganze seht. So, und hier mal im Vergleich, da mein Fahrrad von der Größe, wie groß so ein 28er Fahrrad, Rahmengröße 50 ungefähr ist, wisst ihr. Und das ist eine von diesen Turbinen, die da drin sind oder waren. Also das ist doch schon beeindruckend. So, jetzt gehe ich mit euch mal rüber. Ich hoffe, das wackelt nicht wieder zu sehr. Aber ich bin guter Dinge. Also langsam kriege ich das ein bisschen besser hin. Da sieht man hier einmal die Möhnetalsperre, Querschnitt des Hauptkraftwerkes. Ich versuche da mal so nah wie möglich dran zu gehen. So, ich glaube, das erkennt man ganz gut. Und zwar ist das das Hauptkraftwerk, was ich euch gerade auf der anderen Seite gezeigt habe. So, die ganzen Texte daneben. Ich halte mal drauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Dann könntet ihr zur Not ein Standbild machen und euch das durchlesen. So, ich gehe mal rüber zum nächsten. Hier geht es um die Sanierung oder Möhnetalsperre, Sanierung der Grundablässe und Schiebertürme. Und das, was ich euch gerade im Verhältnis zu meinem Fahrrad gezeigt habe, ist ein Grundablassventil, nennt sich das, glaube ich. Was hier auf den Bildern natürlich auch wieder sehr schön zu sehen ist. Ich gehe da mal erst an das eine und dann an das andere, damit ihr auch ordentlich was erkennt. Und hier die Grundablässe sind auch nochmal zu sehen. Hat man auf der anderen Seite gerade vor der Mauer diesen Kanal aus dem Boden kommen sehen. Und hier, schön zu sehen, die Kontrollstollen. Da gehe ich auch nochmal näher dran. Vielleicht war das andere da hinten, was wir vorhin gesehen haben, wo ich fragte, ob jemand weiß, ob das ein Bunker ist. Vielleicht auch so ein alter Zugang für irgendeinen alten Kontrollstollen. So, dann fahren wir jetzt noch ein Stück entlang des unteren Beckens.
Wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade von der Seite da hinten runtergekommen. Einmal darum und dann nach hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber mein Schatten ist zu sehen. Was heißt das? Sonne. Ich hoffe, man erkennt es. Auch wenn es nur für eine Sekunde ist. Aber man hat sofort die Wärme im Rücken gemerkt, bevor überhaupt das Licht richtig da war. Sehr angenehm. Sehr angenehm. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Von dieser Seite aus, ich glaube, da muss ich die Kamera dann auch weglegen, geht der Weg hier rechts von mir hoch, weil ich bin ja erst hier an dem Weg vorbeigefahren, um zu diesen Grundablassventilen zu kommen. Und fahre jetzt ein Stück zurück und wie ihr seht, muss ich euch jetzt hier erst beiseite legen. So, hier ist es wieder ziemlich windig. Hier klappert auch so ein Gerüst. Ich weiß nicht, ob man das gerade hörte. Ich wollte euch nur noch einmal eben dieses Café zeigen. Café Solo Loft heißt es übrigens. Was hier an der Staumauer ist. Nicht erschrecken, wenn ihr hier auf dem Parkplatz fahren wollt zur Saison, nehmen die 5 Euro für das Ticket. Kann man sich aber verrechnen lassen mit dem Café selber hier. Ne? Also fürs Essen, fürs Getränk, was auch immer. Und für alle, die eine saubere Toilette suchen und zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, kann man auch hier eben rein, links in den Keller runter, alles tipptopp. Nur mal so nebenher bemerkt. Ist ja auch nicht so ganz unwichtig, wenn wir unterwegs sind. So, die Staumauer noch einmal von der anderen Seite. Hier wird gerade gebaut, wo normalerweise diese ganzen Tretbootgeschichten sind. Jetzt mache ich mich weiter. So, ich bin jetzt hier kurz nach der Staumauer, ich weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten mit dem Rad. Und dann sieht man schön die Delicker Brücke, wie sie über die Möhne führt. Die wird zurzeit saniert. Was man vielleicht bei der Farbgestaltung hätte berücksichtigen können, ist das Geländer. Das war vorher so naturgrün, wie die klassischen alten Stahlgeländer halt sind. Mittlerweile haben sie es in Blau gemacht. Und zwar ein recht leuchtendes Blau. Sieht an sich schön aus, aber das Grün hat sich natürlich besser so in das Naturbild gefügt. Aber ist auch Ansichtssache. Jeder wie er es mag. So, kleiner Rundumblick noch. Und los geht's wieder. So, wir sind jetzt hier auf Höhe des Geronimos. Und ich wollte euch noch einmal hier so den Blick zeigen. Das Geronimo ist hier. Ist auch so eine Bar, Café. Und am Wochenende hauptsächlich von Motorradfahrern besucht, so als Ausflugsziel. Scheint ganz nett zu sein. War da schon seit Jahren nicht mehr. Es wurde irgendwann mal hier neu gestaltet. Aber schaut es euch mal an. So, jetzt geht's weiter Richtung Brücke. Das Problem, was ich gerade habe, der Wind wird stärker und mein selbstgebauter Windschutz oder gebastelter ist kurz davor, sich zu verabschieden. Ich hoffe, das geht so noch vom Ton, dass das erträglich ist. Kann ich jetzt so zwischendurch ja nie kontrollieren, ist immer schade. Würde ich gerne, kann ich aber nicht, weil ein Laptop mitnehmen, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. So, nochmal den Blick schön rüber hier. Hier ist übrigens auch so ein Anlieger für dieses Ausflugsschiff hier rechts, wie man gerade sieht. Aber bei dem Wasserstand und auch um die Jahreszeit natürlich nicht möglich. So, wir werden jetzt hier über die Delicker Brücke fahren. Wie gesagt, zurzeit Großbaustelle. Aber der Radweg ist noch frei. Doch der ein oder andere noch unterwegs. Ja,
Ich habe mittlerweile meine Regenjacke angezogen. Aber naja, vielleicht hört ihr das ja sogar, wie es auf der Jacke plätschert. Ich weiß es nicht. Da versucht einer sein Glück gleich beim Angeln. Im Hintergrund im Wald, ich weiß nicht, ob man das so erkennt, ist der Möhner Aussichtsturm. Vielleicht laufe ich da nachher noch hoch oder fahre mit dem Rad hoch. Schauen wir mal. Ansonsten hier dieses grüne Geländer, was ich sagte. Und im Vergleich dazu, rechts im Bild, sieht man ja das Blaue. Also es ist schon sehr grell. Da sieht man schön den Regen. Deswegen werde ich die Kamera jetzt mal einpacken und ein bisschen trampeln. Jetzt hat mich dieser Schauer, und das ist es echt geworden, ich habe es ja gerade nochmal eingeschwenkt, wie es rüberkam, mitten auf der Brücke natürlich erwischt, der Wind am Peitschen. Ich habe ja auch keine Lust anzuhalten, meine Regenhose anzuziehen. Aber ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz Delicke Süd. Hab da mal kurz angehalten an diesem WC-Häuschen hier. Mich untergestellt. Werd mal eben 2-3 Minuten warten, ob sich noch was tut. Wenn nicht, ziehe ich eben die Regenhose an und fahre dann weiter. Nützt ja nichts. Und ja, es ist jetzt ein bisschen höhere Luftfeuchte, würde ich sagen. Noch kein Starkregen, aber schon eine hohe Luftfeuchte. Naja, wenn ihr hier mal seid an der Delicker Brücke, hier zur Taucherbucht, gibt es gelegentlich hausgemachte Eintöpfe. Ein Kaffee auch immer, ein Getränk natürlich alles andere. Das heißt hier zur Taucherbucht, weil hier in die Richtung, wo ich gerade filme, ist so eine Bucht, ja, rundum mit Fels eingeschlossen. Was heißt rundum, ne? Ja, zwei Seiten, vielleicht drei, könnte man sagen, eingeschlossen vom Fels. Und da wird viel von diesen Sporttauchern das genutzt. Ist mal ganz interessant zu sehen am Wochenende bei gutem Wetter. Gibt auch welche, die jetzt um die Jahreszeit tauchen. Vielleicht zeige ich euch das gleich noch, wenn nicht, ein anderes Mal. So, jetzt wollte ich eigentlich gleich hier reinfahren und euch noch den Weg hier durch den Wald zeigen, der auch am Staubecken vorbeiführt. Dann kommt man letztendlich beim Torhaus oben wieder raus, wo wir heute Morgen gestartet sind. Von da aus würde ich dann wieder runterfahren Richtung Südufer. Und das wäre dann diese Richtung. Aber vielleicht sparen wir uns das auch fürs nächste Mal auf. So Leute, ich muss gerade leider mit Entsetzen feststellen, dass mein Akku schwer am Blinken ist. Also diese Batterieanzeige. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann hier einen Zweiteiler rausmachen muss, weil ich, ja, neue Kamera, wusste nicht, wie lange der Akku läuft. Diese Werksangaben passen wohl nicht ganz so. Und für die nächsten 2 Stunden wird es auf jeden Fall nicht reichen, die ich noch fahre, wobei ich ja nicht durchgehend filme. Naja, ich hoffe, euch hat es soweit schon mal gefallen. Hier nochmal ein schöner Blick Richtung Staumauer von dem Delicker Südwald aus. Und ich würde sagen, ich mache einfach das nächste Mal hier weiter, da ich ja immer recht fix hier bin und auch unheimlich gerne hier bin. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch. Gerne einen Kommentar dazu. Abonniert den Kanal. Das, was man halt immer so sagt, ne? Das wisst ihr schon. Und ja, freut mich, wenn es euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Markus und Monty. Falls der Akku noch halten sollte, filme ich vielleicht zwischendurch noch was und füge das ein. Bis denn.